Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Live-Commentary im Spiel Battlefield 4. Ja, meine Freunde, ich habe ja Battlefield 4, wie ihr vielleicht in schon ein oder anderen Video gesehen habt, gehört habt, sonst whatever, habe ich ja schon gesagt, dass ich ein Headset, Xbox-Headset, was das hier ist, was ihr gehört haben müsst, und ja, Battlefield 4 bekommen. Battlefield 4 seht ihr gerade vor euren Augen, wenn ihr dieses Video seht, in Ladebildschirm von Vorherrschaft, Belagerung von Shanghai, was man ja so grob und ganz aus die Open Beta kennt. Und ich muss schon sagen, dieser Modus mit dieser Map ist so wie in Battlefield 3 Team Deathmatch auf Noshes Kanäle Standard. Ich meine, auf der Map kennt man sich aus, mindestens ich. Und ja, mehr halt dann auch nicht. Ich habe keine Waffe. Doch, jetzt. Geh doch. Ja, die Tickets sind hier gleich vorbei. Bevor ich nachlade, erstmal hier hinwerfen. Sound tun, denn ich habe ja jetzt ein Headset. Es geht ja jetzt. Alter, das Raid. Mit der Sniper. Aber ich habe ihn gehört, das muss man schon mir als Positives anrechnen hier. Radioactive Clefetin Assault. Und ja. Was mich mal interessieren würde, was habt ihr so zu Weihnachten? Zu Xmas? Was hat euch so der Santa, der dicke Santa Claus geschenkt? Und ja, wie viele Plätzchen hat er euch weggefressen? Und ja, war euer Weihnachten überhaupt gut? Oder seid ihr überhaupt gar kein Weihnachtsfan? Lol, kann man sie. Das ist eine Fahne. Du kannst dich so an der Seite lehnen. Das bringt's auch voll. Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert. Ja. Meine Freunde, kann man hier irgendwie was Großartiges machen? Außer Gegner töten an diese. An diesen Spot, an diesen heißen Spot, an diesen Hotspot. Hat man jemanden heißen Hotspot? Ja, ein Klassiker. Eher gesagt ein Insider. Ja. In der Tat, meine Damen und Herren. Übrigens, wer sich für meine Meinung zu Battlefield 4 interessiert, wird es noch ein extra langes. Was heißt extra lang? Es wird einfach noch ein Video dazu geben. Und ja, ihr könnt euch schon mal an Battlefield 4 gewöhnen, denn das wird jetzt in der nächsten Zeit bei mir im Hintergrund als Gameplay laufen. Denn das ist das einfach ein geiles Spiel. Das bockt total für Xbox, wo man es flüssig spielen kann. Ja klar, Eroberung und so klassische Rush. Habe ich noch nicht viel gespielt. Ich spiele so gerade zur Zeit Eroberung Vorherrschaft. Conquest Domination. Aus Battlefield 3 bekannt. Was ich cool finde von den Machern, dass man dafür kein DLC braucht. Übrigens, apropos DLC. Ich habe zwar jetzt noch kein Premium, aber ich werde mir Premium kaufen. Für Battlefield. Wo renne ich hier lang? Ja, ich habe keinen Plan, wo ich lang renne. Aber ich weiß, dass ich messen kann. Und da bin ich stolz drauf. Ja. Einsatzziel Charlie ist jetzt unser unter Kontrolle. Es wird eine kurze Live-Gameplay in Battlefield 4. Ich werde es auch keine irgendwie so Live-Com oder so nennen, sondern einfach nur Battlefield 4, Let's Play Battlefield 4 Multiplayer. Denn ganz ehrlich, ich mache mir nichts mehr draus, was aus meinem Kanal wird und irgendwie so. Ich mache mir auch keine Sorgen mehr um Klicks oder so einen Scheiß. Denn ich habe es für mich abgeschlossen, dass ich hier jetzt nochmal so 100 Klicks irgendwie kriege. Squad ausgelöscht. Lol, ich habe ein ganzes Squad ausgelöscht. So viele Punkte. Und immer Double XP aktiviert. Naja. Das verlieren wir. Ich will in die. That Chaos of Doom. Mhm. 19% Gesundheit, wie die alle da sind. Schlimm. Naja, wie steht's? Es wird wahrscheinlich. Ja, wir werden wahrscheinlich verlieren. Oh, da springen welche durch die Abschlusskamera. Na,
Das sind fröhliche Menschen. Sehr fröhliche Menschen. Naja. Auf jeden Fall, das war's von der kleinen Runde Battlefield 4. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt, was oder was bleibt euch eigentlich anderes übrig. Ja. Und ja, schreibt wie gesagt in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Und ja. Es wird auch noch ein extra Video zu Battlefield 4 kommen. Da macht euch mal keine Sorgen drüber. 8 zu 3 ging doch eigentlich. Und ja, dann würde ich sagen, haut drin, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Gameplay-Zocker, aka Adrian. Und noch einen schönen Tag auf YouTube oder in Real Life. Ciao. Vielen Dank, dass du mein Video zu Ende geguckt hast. Nun kannst du mich bei Facebook, Twitter oder Twitch TV besuchen. Unten findest du alle Kontakte, wo du mich adden kannst. Noch einen schönen Tag auf YouTube oder in Real Life.